Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu EA Sports UFC. Ja, und wenn ihr euch daran erinnert, im letzten Part haben wir es ja schon gesehen, unser nächster Gegner wird unser Angstfeind, unser Erzfeind, unser Erzrivale, der uns schon zweimal ausgenockt hat, Thomas fucking Motherfucker Bias. Puh. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Ist ja nicht mal... Der existiert ja nicht mal. Das ist ja ein Ausgedachter und der macht uns schon so fertig. Ist nicht gut. Ja, gehen wir mal direkt ins Training. Wir werden uns da auf jeden Fall zusammenreißen müssen. Ne? Okay, Positionswechsel sollen wir verhindern. Auf Bewegung kommt es an. Nicht stehen bleiben. Ja, perfekt. Nix da. Ganz stark gemacht. Na, den hat er durchbekommen. Das sind die letzten 30 Sekunden. Wo will er denn hin? Ja, so, lass dich nach. Halt diesen Druck aufrecht. Oh, jetzt hat er uns den Full Mount. Aber er geht ja schon wieder weg. Sehr gut. Nur noch 10 Sekunden. Lass dich nicht überrumpeln. Aber auch schon über 2000 Punkte. Das sollte ja wohl reichen. Das läuft doch. Sehr schön. Du hast die Technik schnell erlernt. Danke. Aber uns wartet Thomas. Zeit zum Arbeiten. Oh Gott. Leg los. Wir sollen ihn zur Aufgabe zwingen, das geht schnell, aber das kriegen wir aber nicht hin. Das war heute nicht dein Tag. Da haben wir beim nächsten Mal ein. Das kann ich auch noch 100 Mal versuchen, das werde ich einfach nicht lernen, das ist einfach nicht meins. Bereit, los jetzt. Okay, wir sollen kicken. So, kicken wir ein paar Mal hier gegen sein Schienbein. Nicht so einfach, wir müssen erstmal so ein bisschen reinkommen, aber jetzt sind wir ganz gut drin. Jetzt tut ihn auch sein Bein schon ganz schön weh. Es gibt auch das andere Bein, das machen wir auch noch kaputt. So, jetzt kann er gar kein Bein mehr nutzen. So, ohne Beine kämpft er sich schwer natürlich. Das ist nahezu perfekt. Im nächsten Kampf werde ich mich jetzt einfach mal richtig konzentrieren. Die Runde ist so gut wie vorbei. Nur noch 10 Sekunden, das packst du. Wir wollen einfach nicht mehr verlieren gegen Bias. Und ich denke, er wird uns schlagen. Er wird uns schlagen. Einfach, ich glaube, ich weiß nicht, was ich gegen dieses Monster ausrichten soll. Er macht uns einfach immer fertig. Das geht doch nicht. So, jetzt lassen wir den hier nochmal automatisch sich verbessern. So. Wie gesagt, die wichtigsten Punkte haben wir eh alle vergeben. Von daher können wir auch dann... Ich brauche nochmal einen Schluck aus der Bulle. Und dann können wir direkt loslegen, ne, mit dem Kampf gegen Bias. Wir müssen den besiegen, sagt sich die UFC. Hey Kid, so the winner of this fight will determine the number one contender for the title. Ach du Scheiße. So if you win this next fight, you get a title shot. If you needed any more motivation, there it is. Allerdings, ich brauchte gar nicht mehr. Hey buddy, you're in contendership at this point. Keep working hard. The title's almost there. Your job isn't done. Stay focused. Keep working hard. Hey man, this is your shot. Contendership status. You beat a lot of tough guys. This is going to be the toughest test to date. You get through him, you're fighting the champ for the title. But buckle down and smash this guy. See you soon. Ja, schön wäre es, wenn wir den smashen würden. Hey, this is Matt Hughes. You've got a tough fight coming up, a contender fight. Always remember, out-train your opponent. Good luck. Hat er gerade gesagt, er trainiert unseren Opponent? Ich hoffe nicht, dass er das gesagt hat. Wow, also, ja, brauchten wir noch mehr Motivation in dem Fight? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir mehr brauchten. Ich bin ja schon bis unter die Haarspitze motiviert. Auch wenn es bei meinen 3 mm Haaren nicht wirklich schwierig ist. Aber, oh, ich bin so heiß. Ich müsste den Bias einfach schlagen. Ich weiß noch nicht, wie. Coming up
Ich weiß nur, dass wir ihn schlagen müssen. Diesel, wie er genannt wird, hier. Number one contender match. Bruce, it's your turn. Introducing first, fighting out of the blue corner, a karate fighter holding a professional record of 16 wins, 9 losses, standing 6 feet 6 inches tall, weighing in at 183 pounds, fighting from New York, New York, USA, Diesel, and introducing his opponent, fighting out of the red corner, a kickboxer holding a professional record of 20 wins, 5 losses. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 184 pounds. Fighting out of Cologne, Germany, Chris Soltas. Referee in charge, Yves Lavigne. Yves Lavigne, our referee. Diesmal gebe ich Ihnen auch die Hand vorher. Wir haben zwar eine History, aber wir müssen die vergessen. Wir dürfen nicht blinde Wut sprechen lassen. Wir werden diesmal versuchen, ein bisschen... Guck dir diesen Impact an, den Bias hat. Vielleicht auch mal ein bisschen zum Körper von Bias. Der kommt da gar nicht an, ne? Oh, der hat gesessen. Bias bringt uns zu Boden. Hier vielleicht die Chance, das zu drehen. Vielleicht die Chance, das zu drehen. Jawohl. Und wir drehen das auch. Nein. Habe ich nicht Nein gesagt? Wir kommen hier nicht so richtig in unseren Positionswechsel. Nein, 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 nein. Der ist so aggressiv, dieser Typ. Komm, wir müssen weg. Wir müssen weg. Ansonsten gibt's hier gleich mal den Arsch voll. Ja, jetzt vielleicht. Boah, was für Treffer. Wow, wow. Er liegt, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt. Check dir das! Wir haben Bias ausgenockt! Dieser rechte Haken! Bam! Auf die Stirn! Und dann war gute Nacht hier! Gott, wir haben Bias besiegt. Zweimal konnte er uns schlagen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, ihn zu besiegen. Unfassbar. Referee Yves Lavigne has called a stop to this contest at 2 minutes 12 seconds of the very first round. In der ersten Runde. Alter Schwede. Jawohl, Mann. Ja. Da kann man sich echt mal freuen, ne? Wir haben ihn geschlagen. Dafür gehen wir trainieren, meine Freunde. Dafür gehen wir schwitzen. Und Gustafsson gegen Musashi. Wer gewinnt das? Gucken wir uns auch mal an. Und es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht die K.O. des Abends haben. So ist es. Haben wir fast gedacht. Und Kampf des Abends ist Gustafsson, der auch gewinnt. Boah, Leute. Boah, Level 20 haben wir auch erreicht. Teuflische Tore. Was ist denn das? Gucken wir uns mal an. Teuflische Tore. Was auch immer das sein soll. Alter Schwede. Haben wir den umgehauen? Ich hoffe auch erstmal, dass es das letzte Mal ist, dass wir auf Thomas Bias treffen. Das brauche ich nicht mehr. Mein Herz braucht das nicht. This is
is Michael Mayday McDonald. I just want to say congratulations on your knockout of the night. All your skills are coming together very well. Congratulations. Hi, man. This is George St. Pierre. Hey, congratulations for your fight. One of the best I've seen. You're the best, my friend. Danke. Nette, nette Worte hier von den anderen. Und ich wollte in die Rangliste, können wir ruhig mal gucken, in die Power-Rangliste. Chris Tsotos mit Maruyama. Auf Weidmanns Titel, der einfach nicht wechseln will, ne? Hier ist Gustafsson, Danos Silva, Light Heavyweight, Jim Miller. Könnt ihr euch so ein bisschen angucken, hier mal die Statistik-Lines. So, Fähigkeiten, da wollte ich mal gucken, was wir denn da mittlerweile noch sofort freigeschaltet haben. Bei jedem Angriff, den du erfolgreich ausweist, gewinnst du Ausdauer. Ist ja auch schon fast, ne? Okay, es ist nicht so... Wir haben ja mittlerweile aber auch alles freigeschaltet. Nee, doch nicht. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, ne, wenn wir das mal freischalten. Das könnte uns schon mal den Arsch retten. Darüber könnte man nachdenken. Ja, dafür sind wir einfach nicht genug Bodentyp. Deswegen lassen wir das mal. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben es geschafft. Wir haben den Typen besiegt. Wir haben Thomas besiegt. Und das ist ja auch alles, was zählt. Bis dahin, meine lieben Freunde, würde ich sagen, keep on fighting. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer